Für alle, die mich schon sehr lange verfolgen, war es klar, warum ich Goldfinger singe. Für alle, die es nicht wissen, ich habe Goldfinger das erste Mal gesungen, als ich bei Starmania kurz davor war zu gewinnen. Aber dann wurde es Nadine, die berechtigterweise gewonnen hat, was für eine Stimme. Wie soll ich sagen, ich bin so ein bisschen Wiederholungstäter. Ich kriege nicht genug davon, mich beurteilen zu lassen, ob ich ein Talent habe oder nicht. Und deswegen bin ich einige Jahre später nochmal zum ORF gepilgert und habe bei einer großen Chance mitgemacht. Damals das erste Mal als Frau mit Bart. Vielleicht kurz erzählt, ich glaube, dass viele die Geschichte gar nicht wirklich kennen, warum ich dann eigentlich eine Frau mit Bart geworden bin. Ich habe damals ein Angebot bekommen, eine Burlesque-Revue zu moderieren und die würde jede Woche stattfinden. Und ich dachte mir mit meiner vorlauten Klappe, ja, das mache ich jetzt als Frau. Das ist lustig, da kann man ein bisschen, soll ich sagen, frecher sein und man hat eine Maske, hinter der man sich verstecken kann. Ich habe dann schnell bemerkt, dass ich mich dann ja jede Woche rasieren müsste. Was mich zu dem Schluss gebracht hat, dass ich dann wahrscheinlich für den Rest des Lebens, für meinen Rest des Lebens, wie 12 aussehen würde. Das wollte ich dann nicht. Und habe dann Kitty, die Chefin der Revue, gefragt, ob sie es lustig finden würde, eine bärtige Frau als Moderatorin zu haben. Und sie gesagt, na klar, mach doch einfach. Man möchte meinen, dass in dieser Gesellschaft, in der ich mich dort bewegt habe, von Künstlern und Selbstdarstellern, alle sehr liberal und offen denkende Menschen sind. Ja, alles gedacht. Viele haben sich sehr darüber aufgeregt, dass ich einen Bart habe und was das denn eigentlich soll und ich bin ja nicht wirklich eine richtige Drag Queen und Papi, Papu, Papu. Und habe dann ganz schnell gemerkt, dass dieser Look viel mehr ist oder viel mehr sein kann als nur eben eine optische Erscheinung. Und ich finde, dass wir alle das Recht haben, so zu sein, wie wir sein wollen. Um auf den Punkt zu kommen, damals bei der großen Chance, habe ich auch eine meiner Göttinnen besungen. Celine Dion. Ich habe mich dort hingestellt. Dann bist jetzt alle durch. Es passiert wieder. Es passiert, der Sido hat geguckt.
Every day, you need to see.
Thank you.
ich die ganze Zeit, wenn ich diese Nummer singe. Und meine Bandkollegen sagten immer dann, nein. Ja. Nein. Das ist keine Jazz-Singerin. Verzeihung. Dieses Lied bedeutet ja auf Deutsch, wer ich bin. Und viele, viele fragen sich immer noch, ja, wer ist sie denn eigentlich? Und ich bin im Laufe meiner doch noch jungen Karriere draufgekommen, dass Menschen sehr, sehr viele Fragen haben. Und ich tue nichts lieber, als Fragen über mich zu beantworten. Und deswegen habt ihr heute alle die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen. Ja, ich meine das ernst, ich komme jetzt zu euch. So, ich möchte mal hingesehen. Steh mal auf. Sag mal kurz Hallo. Hallo. Wie heißt du denn? Hallo, Uli. Hast du auch eine Frage? Ja. Das ist keine Frage, aber es ist ja lieb von dir. Dankeschön. Vielen Dank. Ich habe eine Güte. Das ist wirklich voll, voll. Das dachte ich ja nicht mal mit Foto. Schick sehen wir aus. Doch nicht. Ihr wollt nicht zu mir. Ach da. So, jetzt. Das ist jetzt hoffentlich eine gute Frage. Warte mal, ich stehe in meinem Mantel. Und jetzt geht's. So. Wie heißt du denn? Hallo Gerald. Hallo Gerald. Ich habe eine Frage geworden. Was war das Peinlichste, was du in den letzten Jahren erlebt hast? Oh! Wie viel Zeit habt ihr denn? Naja, ich, ach meine Güte, das ist jetzt ein bisschen Name-Dropping, aber das muss ich erzählen. Ziemlich peinlich war, als ich in Cannes war und dort habe ich Jane Fonda getroffen. Kennt ihr alle, ne? Jane Fonda, Gymnastik. Und ich wurde ihr vorgestellt, sie hatte natürlich keine Ahnung, wer ich bin. Und sie guckt mich von oben so an und meinte dann so, interesting. Das fand ich ziemlich peinlich. Weil ich meine, ich habe gesabbert. Ja, wenn man Jane Fonda gegenübersteht, das ist so viel, dass man irgendwie mal verarbeiten muss, diese Schönheit. Aber sie hat mir dann im Laufe des Abends einmal zugenickt, da dachte ich, ja, es ist auch für sie in Ordnung, dass ich hier bin. So. Und einmal ist mir der Absatz abgebrochen, da bin ich fast von der Bühne gefallen. Das war auch peinlich. Hat keiner bemerkt. So, hier wehen die Hände. Ich fühle mich ein bisschen wie Oprah. Weil das nicht so doll sitzen, dass ich mir schenken konnte. So, wo war die Hand? Hier. Darling. Wie heißt du denn? Hi, I don't have a question. I just want to say you are amazing and thank you for making me unstoppable. I love you so much. Ich habe eine Aber jetzt geht's wieder. Wie du siehst, kann ich auch mit einem Schuh gehen. Alles ist in Ordnung. Hat hier noch jemand eine Frage? Meine Damen und Herren, da muss man jetzt mal ein bisschen applaudieren, dass sie meine